Essenszeit bei Familie Bollhorst. Mutter Silke deckt den Tisch und ruft ihre beiden Kinder Patricia und Pascal. Patricia kommt sofort, nur Pascal fehlt mal wieder. Und wo ist Pascal? Kein Fall für die Supernanny, sondern für den Arzt. Denn der 9-jährige Pascal kann sehr schlecht hören. Auf seinem linken Ohr ist er so gut wie taub. Einer von vielen Schicksalsschlägen, die er bereits erleiden musste. Pascal ist ganz gesund zur Welt gekommen und mit 3,5 Monaten hat er dann eine Hirnhautentzündung bekommen. War lange im Krankenhaus und war erst gar nicht so sicher, ob er es überhaupt überlebt und wenn er es überlebt, mit welchen Folgen wir eben zu rechnen haben. Es hätte von geistiger Behinderung bis Lernschwäche alles sein können. So. Und deswegen beobachtet man so ein Kind natürlich immer. Man guckt immer, kann er dies, kann er das, ist alles zeitgemäß entwickelt, altersgemäß und so weiter. Und irgendwann haben wir eben gemerkt, eben dadurch, dass man ihn immer beobachtet hat, dass er nicht richtig hören kann. Sprich, wenn er auf dem rechten Ohr liegt oder lag zum Beispiel, konnte man ihn angesprochen hat, hat er nicht reagiert. So. Und eben, dass er irgendwann anfing, einem immer das rechte Ohr, also auf dem er gut hören kann, dass er einem das zugedreht hat. Und das ist kaum zu übersehen. Am Essenstisch muss Pascal immer wieder nachfragen und seinem Gegenüber sein rechtes Ohr zuwenden. Im Alltag kann das für seine 11-jährige Schwester lästig werden. Aber sie weiß, Pascal kann nichts dafür. Ja, also ich bin oft genervt, weil es einfach nervt, wenn man immer alles so oft sagen muss. Und man muss auch irgendwie immer lauter reden als sonst. Und ja, eigentlich nervt das immer richtig. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Ein Hörgerät muss her. Die Familie Bollhorst macht sich auf und fährt in den nächsten Fachhandel. Hier erwarten den kleinen Pascal einige Tests und eine individuelle Anpassung. Das nimmt er aber sehr gerne auf sich. Mit einer winzigen Kamera schaut Hörakustikerin Wiebke Behrens ins Ohr. Vorbei am Ohrenschmalz ist etwas weiter hinten das graue Trommelfell zu sehen. Nun folgt der eigentliche Hörtest. Hierbei bekommt Pascal sehr leise Geräusche vorgespielt. Wenn er sie hört, drückt er auf den Knopf. So bekommt die Hörakustikerin eine genaue Vorstellung davon, wie gut oder wie schlecht seine Ohren funktionieren. Sie erkennt schnell, was mit Pascals Ohr nicht stimmt. Also Pascal hat eine Schallempfindungsschwerhörigkeit. Das heißt, dass die Sinneshärchen in der Schnecke, also quasi im Gehirn des Ohres oder im Herzstück des Ohres, teilweise fehlen. Wahrscheinlich durch die Meningitis, die er als Baby hatte. Und das wächst eben leider nicht wieder nach. Also das sind Sinneszellen, wie auch im Auge, wenn die Netzhaut kaputt ist, wächst das leider auch am Ohr nicht wieder nach. Das heißt, wir müssen ein Hörgerät anpassen, um das auszugleichen, damit er wieder annähernd so hört wie ein Normalhörender. Das Problem ist erkannt, jetzt folgt die Hilfe. Ein Abdruck muss zunächst erstellt werden. Dazu wird eine grüne Masse angemischt, die sich im Ohr verhärtet. Mit dem entstehenden Abbild kann das Hörgerät genau angepasst werden. Doch bevor es dazu kommt, darf sich Pascal noch die Farbe aussuchen. Silberschwarz soll es sein. Schon beim Anlegen zaubert die künftige Hörhilfe ein Lächeln in Pascals Gesicht. Ein letzter Test, alles funktioniert. Zur Belohnung hat sich Pascal den Sprung ins Ballbecken redlich verdient. Und auch der Rest der Familie ist glücklich. Der nächste Tag. Es ist Mittagszeit und Silke Bollhorst ruft die Kinder zum Essen. Jetzt wird sich zeigen, ob vielleicht wieder nur Patricia auf der Matte steht. Doch beide kommen um die Ecke, Pascal hat den Ruf der Mutter gehört. Bei Familie Bollhorst ist jetzt wieder alles im Lot und Silke muss fortan einmal weniger die Treppe hochlaufen.